Erstmal schönen guten Tag. Guten Tag. Erfolgreich bei YouTube, mal wieder ein YouTuber, wir freuen uns. Ich habe gesehen, jetzt über 34.000 Abonnenten und nicht mal ein Jahr dabei. Wie ist so das Gefühl, so viel Zuspruch in so einer kurzen Zeit zu kriegen? Ja, also es freut einen schon tierisch, wenn man sieht, dass den Leuten das auf jeden Fall gefällt, das, was du machst. Aber ich bin der Meinung, dass ich innerhalb von dieser Zeit auch nicht so viel geschafft hätte, hätte ich Alberto auf jeden Fall nicht dabei, weil der hat mir echt extrem geholfen. All my respect an dich, Alberto. Der hat mir echt tierisch geholfen, Videos mit mir gemacht, mich beraten, so und so solltest du das machen und echt ohne ihn, ne, hätte ich das nicht geschafft. Kommen wir nochmal drauf zurück. Du bist ja auch sehr gut und sehr fit im Beatboxen. Wie bringt man sich sowas bei? Also, ich hatte Alberto, das ist relativ komisch eigentlich so. Ich habe Alberto beim Stadtfest gesehen bei uns in Tornisch, der ist da aufgetreten. Und habe mir gedacht, boah, das ist heftig, wie macht man das, wie kommt man darauf? Und habe mich zu Hause einfach mal hingesetzt und habe mir ein Schlagzeug vorgestellt und versucht, das einfach nachzumachen. Ja, und somit bin ich dazu gekommen, zu Beatboxen. Muss ich das so vorstellen, wie wenn ich jetzt beispielsweise Gitarre lernen würde, dass man sich auch, wenn man echt fit werden will im Beatboxen, dass man sich jeden Tag hinsetzt und das übt, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt mittlerweile bin ich eher so, dass ich so ein-, zweimal die Woche mich echt hinsetze, so 2-3 Stunden auch mal richtig übe. Aber das erste Jahr auf jeden Fall saß ich echt jeden Tag dran, weil ich hatte einfach das Interesse dafür. Ist es halt immer noch da auf jeden Fall. Aber da war diese krasse Zeit so, du willst das unbedingt, du willst immer besser werden. Du setzt dich einfach hin, einfach, du musst dieses Interesse haben. Wenn das nicht da ist, dann funktioniert das auch nicht. Was ich auch immer gerne mache in den Kanälen, die sehr erfolgreich sind, so wie bei dir, dass man sich, man kann ja anklicken, meistgesehenes Video. Das heißt, nicht nur Alberto hat dich, glaube ich, ganz gut supportet, sondern Simon Desue war auch bei dir in einem Video mit drin. Erzähl mal, man kennt das Video ja sicherlich, es hat viele Zugriffe. Wie war es eine ganz spontane Idee, das zu machen, oder? Ja, also jetzt mittlerweile sind wir nicht mehr so gut, aber vorher waren wir halt echt gute Freunde und so, haben auch fast so gut wie jeden Tag was gemacht in den Ferien und so. Und da haben wir einfach spontan mal ein Video gemacht, haben das reingestellt und ist eingeschlagen wie die Bombe, ne? Kannst du dir erklären, das lese ich auch ganz oft, Simon Desue hat auch sehr, sehr großen Erfolg. Kannst du erklären, warum das in so einer kurzen Zeit bei einigen Leuten funktioniert? Du musst halt irgendwas finden, was den Leuten auf YouTube gefällt. Auf jeden Fall, er hat ein Video gemacht, SchülerVZ ist sinnlos oder so, ja. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und dadurch kriegst du halt die ganzen Abonnenten und so weiter. Kommt das Interesse auf dich hinzu. Wenn du irgendwas findest, was die Leute mögen, hast du den Jackpot geknackt. Sehr schön. Vorhin hast du ja schon gesagt, sehr doll hat dich Alberto gefutured oder supported. Vielleicht kannst du nochmal den Weg erzählen, wie das alles losging. Du hast erzählt, du hast auf dem Stadtfest kennengelernt irgendwie und ja auch, wie du so seine Sachen findest. Für mich ist er der beste Beatboxer Deutschlands, also was heißt auch Beatboxer, er ist einfach als Mensch, er hat ein großes Herz und das kam halt, ich war beim Casting für die Hip-Hop Academy Hamburg und er war halt in der Jury da und so und ich dachte vorher immer, ich bin nicht so gut, weißt du, ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwie ein bisschen weiterkomme oder so und er kam dann halt nach meinem Auftritt zu mir und meinte, hey, du bist voll gut und so, bla bla bla, hab mir jetzt aber nicht sonderlich was dabei gedacht, hat mich natürlich gefreut, dass solche Props kommen. Und kurze Zeit später hat er mir einen Auftritt besorgt, das war im T2, da war ich auch mit dem Joel, den habe ich da mit hingenommen, bevor er beim Supertalent war. Und der Auftritt selber war jetzt nicht so der Hammer, aber ich habe mich halt gefreut, du hattest deinen Auftritt, ich hatte endlich mal was, worauf ich stolz sein konnte. Ne? Und dann kam er halt gleich 2 Monate darauf, glaube ich, hat gesagt, ja, hast du nicht mehr Lust mitzukommen, Auftritt in Bayern. Und ich erstmal so, tut mir leid, Bruder, dass ich das jetzt hier sage, aber ich habe halt so am Telefon gesagt, so ja, warum nicht, aber innerlich natürlich, ja, ja, ja. Und auf jeden Fall habe mich dann derbe gefreut, dass er mich mitgenommen hat. Und ich dachte jetzt aber eigentlich nur, das wäre eine einmalige Sache. Ne? Also der Auftritt war zwar heftig, aber habe jetzt nichts dabei gedacht, so dass er mich irgendwie öfters mal mitnimmt oder so. Eine Woche darauf später hat er mich gleich wieder angerufen, ja, da ist wieder ein Auftritt. Und dann ging das halt immer so weiter. Und am Anfang war das bei uns so, dass wir eigentlich nur wegen Musik oder so telefoniert haben. Aber jetzt mittlerweile, seit gutem halben Jahr oder so, ist es auch so, dass wir echt gute Freunde geworden sind und wir auch eigentlich über alles reden und so auch gutes Vertrauen dabei ist und so. Sehr gut. Man weiß ja, wenn man erfolgreich bei YouTube ist, kann man auch mit seinen Videos Geld verdienen. Aber wie findest du diese Möglichkeit, diese Partnerschaft? Und ja, viele wollen ja wissen, wie viel verdient man. Natürlich wissen wir alle darüber, muss man schweigen. Aber ist das ein gutes Zubrot, wie man so schön sagt? Oder sagst du, wenn du wolltest, könntest du sogar davon schon leben?
ich würde mich jetzt nicht darauf spezialisieren, nur durch YouTube zu leben. Also Simon zum Beispiel, der hat mir damals mal gesagt, ja, durch YouTube verdiene ich gut, hat seine Ausbildung deswegen abgebrochen und so. Und sowas finde ich echt krank. Sowas sollte man nicht machen. Man kann halt schon gut Sachen davon holen, aber ich sag mal so, das Geld, was ich da verdiene, das investiere ich in Sachen, womit ich bei YouTube weitermache. Neue Kamera, Mikrofon, Stativ, was weiß ich. Ich investiere das Geld, was ich davon kriege, halt für andere Sachen, die ich auf YouTube noch verwenden kann. Dann bist du jemand, das habe ich schon gemerkt im Vorgespräch, der echt gerne auch andere Leute supportet. Da haben wir auch gleich hier jemanden, den wir auch mal Hallo sagen. Wie wichtig, du bist auch Support worden von Alberto, wie wichtig findest du es, andere kleine YouTuber, weil es gibt echt viele, die keine Chance haben, irgendwie mal ein wenig voranzukommen, diese Plattform zu bieten. Ich schnack halt gerne mal mit den Leuten und wenn ich merke, die machen das nicht unbedingt, weil sie auch hochkommen sollen, sondern weil ich einfach sehe, sie haben großes Herz, sie haben Potenzial, dann versuche ich echt gerne, denen zu helfen, auch so gut ich kann. Und ja. Was ist da denn gerade aktuell, wo ich eben schon sage, wir haben jemand hier, was läuft dort? Was läuft dort? Also hier, Fuku, der beste deutsche Rapper, den ich je in meinem Leben gehört habe, auf jeden Fall. Das kann ich echt hier und jetzt sagen, hört seine Musik auf jeden Fall. Und ja, er hat halt so nicht diesen, der Bus ist sozusagen damals abgefahren, er hat vor 2 Jahren angefangen und er hat nicht diesen richtigen Weg gefunden, so, wie soll man das erklären? Er hat es nicht pünktlich geschafft, reinzukommen in die YouTube-Community. Und ich versuche ihn da halt jetzt wieder auf jeden Fall reinzubringen. Ich komme gleich auf ihn. Findest du, dass es jetzt schon ein bisschen zu spät ist, bei YouTube mit irgendwas anzufangen oder ist es egal, wenn man anfängt? Vom Ding her ist es egal, wenn man anfängt, aber es gibt jetzt halt die Außenseite, Alberto und Simon, das sind Leute, die man echt nicht toppen kann. Es kommt vielleicht innerhalb von 1 oder 2 Jahren noch 1 oder 2 Leute, die ein bisschen höher kommen werden und die vielleicht auch toppen kann, aber das wird echt schwierig. Aber auf jeden Fall kann man einsteigen und auch noch gut was reißen. Das wird er auch noch machen. Dann kommen wir mal zu dir. Erstmal auch herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Erzähl mal die Geschichte, wie hast du den FIB kennengelernt und wie schätzt du ihn so ein? Also mit F, er wohnt bei mir in der Straße. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich meine, ich kenne ihn, wir kommen aus derselben Stadt so. Und wie das genau dazu gekommen ist, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Irgendwann kam ein Anruf und das war dann F und er hat dann gesagt, was geht ab? Und dann haben wir uns wieder erinnern können, wer ist. Und ja, seitdem läuft das eigentlich so. Er versucht mir und meinen Leuten so zu helfen, meinem Independent-Label oder unserem Independent-Label, Major von hier aus nochmal, Major Rap. Das sind auf jeden Fall mit unter anderem die besten Rapper überhaupt. Wie schwer siehst du es für dich selber? Ist es bei YouTube, ohne vielleicht jemanden, dass sich jemand supportet, erfolgreich zu werden? Ohne jemanden sehe ich gleich, also null. Die Chance ist relativ gering, dass man da irgendwie was reißt. Ist halt so, also so sehe ich das. Wenn man da aber jemanden hat, jetzt zum Beispiel wie ihn, ich meine, wie du schon selber gesagt hast, er hat ja viele, viele Abonnenten jetzt auf YouTube. Und wenn einer wie er oder wie Alberto oder wie sonst wer von den genannten Namen, wenn da einer sagt, du, der ist gut, dann erweckt das schon Interesse bei der Gemeinschaft und da hören die Leute dann eher mal rein. Ob sie das jetzt gut oder schlecht finden, ist dann auch egal, weil schlechte Publicity ist auch Publicity. Zurück zu dir. Du hast ja auch YouTube Superstar ins Leben gerufen. Jetzt musst du uns mal erklären, wenn ich daran teilnehmen will, einmal, was ist das und welchen Vorteil genieße ich? Vorteil? Du kriegst halt ein bisschen Fame auf YouTube, dadurch, dass du bei mir mitmachst. Du kannst eine PlayStation 3 gewinnen. Das auf jeden Fall. Ja, und so, was war die andere Frage nochmal genau? Die PlayStation kriegt man auch wirklich, ne? Na klar, da kommt kein Weg drum herum. Genau, wie so die, einmal vielleicht auch zur Grundidee dieses YouTube-Superstar. Du hast uns eben schon verraten, was man hat. Man wird Fame bei dir, ganz klar. Und was man davon hat, PlayStation, okay, das haben wir auch schon gehört. Aus welcher Grundidee ist das so entstanden? Keine Ahnung, ich habe mich irgendwann mal hingesetzt zu Hause, habe das Supertalent angeguckt und dachte mir, warum machst du sowas eigentlich nicht im Internet? Weil im Fernsehen sowieso, auch wenn das eine Real-Life-Show sein soll, also jetzt im Grunde genommen, ist alles nur Fake. Ich war selber live dabei, als Joel da war und ich dachte auch nur, oh mein Gott, was machen die da? Sie sind doch krank, die Leute. Also deswegen habe ich mir gedacht, auf YouTube, da hast du dein Leben, du kannst sein, wie du willst. Und wenn die Leute daran teilnehmen wollen, zum Beispiel jetzt bei dem Supertalent, warum machen die das denn nicht bei mir? Weil bei mir kommen sie auf jeden Fall rein. Da kommt kein Weg drum herum. Da müssen sie nicht erst durch irgendwelche Jury-Dinger gehen oder was weiß ich. Ja.
YouTube-Videos werden ja geguckt, wie sonst was auch in Deutschland, das nimmt ja immer mehr zu. Glaubst du, wie du eben schon gesagt hast, dass die Leute das machen, was sie wollen und echt unzensiert sind, dass das wirklich irgendwie so das Spannende ist, was die Leute auch langfristig sehen wollen? Auf jeden Fall, denke ich schon. Auf jeden Fall, auf YouTube gibt's alles. Ich habe Sachen gesehen, wo ich dachte, was machst du da? Aber das Video hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich gucke auf die Klicks, aus den 1 Million Klicks, denke auch, warum? Ich kann mich auch einfach hinstellen, meinen Arsch zeigen und hab dann 1 Million Klicks. Also, weiß nicht. Wer viele Abonnenten hat, der genießt dann auch, wie du eben schon so sagst, Fame oder Berühmtheit. Wie ist es mit den Frauen? Wie viele, ich frage es mal sehr gerne, wie viele Handynummern hattest du schon in deinem YouTube-Postfach von Frauen, die gesagt haben, ja, ruf mal an oder schreib mal eine SMS oder so? Also da kommen schon gut krasse Sachen rüber. Ich habe auch mal eine Nachricht bekommen, so, willst du mit mir schlafen? So gleich direkt, da sind die Frauen auch knallhart. Also da ist schon eine Menge dabei, aber ja. Ich glaube, so schätze ich das immer ein, umso mehr Erfolg man bei YouTube hat, umso schwieriger wird es so bodenständig und normal zu bleiben. Du wirkst sehr bodenständig und normal. Wie versucht man das? Also klar, wenn man 100 Abonnenten hat, dann ist ja, ich habe 100 Leute, die mir zugucken, aber wenn man das so realisiert, unter Umständen Rathausmarkt voll, 34.000 Leute, die unter Umständen zugucken und abonniert haben. Wie versucht man so bodenständig zu bleiben? Einfach so selbst bleiben. Ich bin kein besserer Mensch als du oder er oder sonst irgendwer, nur weil ich mehr Leute habe, die mir zugucken. Einfach du selbst bleiben, nicht abheben. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst, was hast du vor mit dem Channel? Wohin soll es gehen? Wann willst du welche? Also bist du auch jemand, der sehr abonnentenmäßig guckt oder bist du da ganz entspannt? Ich freue mich natürlich schon, wenn immer so am Tag so 300, 400 Abonnenten mehr kommen. Sind es wirklich nur 3 oder 4, glaube ich nicht? 3 oder 400. Ach so, ja. Abonnenten mehr kommen. Aber jetzt so richtig drauf gucken, tue ich jetzt auch nicht. Ja, und wie zukunftsmäßig, wie guckst du, wo soll es hingehen? Ich will die 100.000 knacken, auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen zum Abschluss? Erstmal vielen Dank, dass du natürlich die Zeit genommen hast. Sehr schön, so einen kleinen Einblick zu kriegen einfach mal. Und wir wünschen dir natürlich viel Glück. Sehr lobenswert, dass du auch andere so ein bisschen supportest. Ich glaube, das ist mal was ganz Besonderes dann auch für die Leute. Und vielen Dank und ja, alles Gute. Dankeschön.